Umzug und eben auch Reste bekommen haben. 1846 sollen es etwa 100.000 Menschen gewesen sein und 1849 etwa 500.000. Jetzt war es oft auch so, ja, dass die Leute damals ihr Haus verlassen haben und sie sind in die nächste Ortschaft gegangen. Auf der Suche nach Eisbahn, auf der Suche nach Arbeit. Haben sie es dort nicht gefunden, sind sie in die nächstgrößere Stadt und so weiter. So dass manchmal nicht nur einzelne Häuser aufgegeben worden sind, sondern es hat oft Geisterortschaften gegeben, ja, wo plötzlich niemand mehr aufgegeben worden sind. Und der Landesteil, der damals am stärksten betroffen war, das ist der Westen Irlands gewesen. Weil der Westen Irlands, der war früher viel, viel dichter besiedelt, als das heute der Fall ist. Ja. Beispielsweise in der Connemara, wo wir vorgestern waren, ja, etwa 50% der Bevölkerung damals ist verstorben. Was waren noch die Auswirkungen von dieser großen Hungersnot? Nach der Hungersnot, ja, die Ärmsten der Armen, die unterste Schicht, die hat nicht mehr existiert, weil das sind natürlich die Ärmsten. Immer wieder auch auf andere Busse und andere Gruppen treffen. Wenn wir hier jetzt dann gleich halten und Sie gehen dann bei der roten Türe hinein ins Kaff, ja, so genau gegenüberliegend, leicht rechter Hand, da sieht man eh die Tür, die zu den Toiletten führt. Irish Coffee kann man auch nicht wirklich verpassen, ja, da läuft man direkt dran vorbei. Und schauen wir bitte.